es gibt eben nicht nur die eine Vertonung von Friedrich Silcher, die übrigens im selben Jahr entstanden ist. Es gibt viele weitere, aus jüngerer Zeit von Ruth Schontal und von Wilhelm Killmeier und von Rudi Spring und aus der Romantik von Franz Liszt, von Clara Schumann und last not least von dem heutzutage ganz unbekannten Johann Weske von Püttlingen, einem großen Heinrich-Heine-Verehrer. Viele liberal gesinnte Adelige der Zeit bis hinauf zu Kaiserin Elisabeth von Österreich schwärmen für den Freigeist Harry Heine. Sie kennen seine Gedichte auswendig. Weske von Püttlingen, als Jurist und Hofbeamter sozusagen ein Diener der Kaiserin, komponiert in seiner Freizeit neben Walzern, Ländlern und Cotillons hunderte von Heine-Liedern. Ein typisches ist dies hier, am Teetisch. Da wird in gespreizter Manier von Liebe schwadroniert. Ein Geistlicher verkündet, sie könnte gesundheitsschädlich sein. Und eine ganz unbedarfte Hörerin fragt, wie meinen Sie das? Und der Zeuge, der Dichter, der träumt davon, seine Freundin würde durch ein einziges Wort diese ganze Seifenblase der Verlogenheit zum Platzen bringen. Von deiner Liebe erzählt.